Moin, in der heutigen Folge gucken wir uns die Multiblock-Abfüllanlage von Immersive Engineering an. Bauen ist wie recht simpel. Wir benötigen hier einmal die Grundfläche mit einem Eisenblech, mit einem Stahlgerüst, einen leichten Ingenieursbaustein, dann wieder ein Stahlgerüst, einen Redstone-Ingenieursbaustein und nochmal ein Stahlgerüst. Kurz zur Erinnerung, wie die gebaut werden. Redstone-Ingenieursbaustein, Eisenblech, Redstone-Staub und Kupferbarren. Der leichte Ingenieursbaustein, Eisenblech, mechanische Eisenkomponente und Kupferbarren. Stahlgerüst mit 3 Stahlbarren und 3 Stahlstäben. Und Eisenblech mit 4 Eisenplatten, die wiederum aus 2 Eisenbarren und einem Hammer gemacht werden. Auf der nächsten Ebene packen wir dann hier im unteren Bereich 3 Förderbänder hin. Heißt, die zeigen auch wieder alle in eine Richtung. Das ist ganz wichtig. Hier kommt nochmal ein Eisenblech hin. Hier kommt jetzt eine Flüssigkeitspumpe drauf. Und hier wieder ein leichter Ingenieursbaustein. Ich zeige das auch einmal von der Seite, damit man sich das so anschauen kann. Die Flüssigkeitspumpe kommt also nicht auf den Boden hin, sondern wirklich auf den Stahlgerüst drauf. Zu craften sind die beiden Sachen so. Förderband mit 3 Leder, 2 Eisenbarren und 1 Redstone-Staub. Und die Flüssigkeitspumpe mit 3 Eisenplatten, eine mechanische Eisenkomponente, 3 Flüssigkeitsrohre, die wiederum aus 6 Eisenplatten gemacht werden. Dann, wie man es kennt, wir klicken einmal mit dem Rechtsklick auf das Förderband und schon haben wir die Abfüllanlage. Hier ist es auch relativ wichtig, generell bei den ganzen Maschinen ist es immer wichtig, wo man draufklickt. Leider funktioniert es nicht überall. Wenn ich jetzt mal auf das Stahlgerüst klicke, passiert gar nichts. Auf das Eisenblech passiert gar nichts und plötzlich auf das Förderband ist es die Abfüllanlage. Also wenn es beim ersten Klick nicht funktioniert, klickt einfach mal auf alle Blöcke. So, was kann die Abfüllanlage? Erstmal, wir haben wieder kein GUI. Das heißt, das ist einfach so, wie wir es hier sehen. Das hatten wir auch schon beim Sägewerk, dass wir kein GUI haben. Die Abfüllanlage ist im Prinzip, naja, wir füllen etwas in Behälter rein. Das heißt, wir können hier von hinten wieder mit einer Flüssigkeit arbeiten. Wir können auch mit 2 Flüssigkeiten arbeiten. Wir packen auf der linken Seite beim Förderband dann beispielsweise einen Eimer oder eine Glasflasche hin und rechts kommt sie raus. Heißt also jetzt gerade, wenn wir die Shift-Taste gedrückt halten, sehen wir hier oben links ist Wasser drin. Heißt also, wenn ich jetzt eine Glasflasche hier drauf werfen würde, würde die Glasflasche mit Wasser gefüllt werden. Und wir haben eine Wasserflasche. So funktioniert das natürlich auch mit allen anderen Flüssigkeiten. Hier ist ganz wichtig darauf zu achten, dass ihr erst aus der Abfüllanlage alles rauspumpen müsst, wenn da noch was drin sein sollte, weil sonst wird die gegebenenfalls andere Flüssigkeit nicht reingepumpt. Ja. Ihr könnt unter anderem beispielsweise mit einem Mischer Flüssigkeiten anreichern, aber ihr habt auch ganz viele andere Möglichkeiten. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare damit. Schaut euch auch unbedingt mein gesamtes Tutorial zu Immersive Engineering an. Hier gehe ich nämlich auf jede einzelne Maschine sehr stark ins Detail. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin.